Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute erkläre ich dir den zweiten Strahlensatz. Zunächst einmal hier zur Skizze. Ihr seht Herbert. Herbert ist 1,70 Meter groß und natürlich genau die Strecke zwischen Groß A und Groß B. Wir möchten wissen, wie groß dieser Baum ist, also die Strecke von C zu D. Hier haben wir den Punkt S, durch den beide Geraden laufen. Und wichtig ist, dass AB und CD parallel zueinander sind. Dann müssen wir noch zwei Werte haben, nämlich den Abstand zwischen S und A und S und C. In unserem Fall 4 Meter und 25 Meter. Es ist nicht notwendig, dass die Skizze genau den Maßeinheiten entspricht. Nun kommen wir zum zweiten Strahlensatz. Die Strecke AB, also kurz, geteilt durch die Strecke CD lang, entspricht oder ist das gleiche wie die Strecke SA, also kurz, geteilt durch die Strecke SC lang. Also ähnlich wie beim ersten Strahlensatz ist es wieder kurz durch lang, kurz durch lang. Das Ganze habe ich jetzt hier mit Zahlen gefüllt. Die Strecke AB, 1,7 Meter, geteilt durch die Strecke CD. Die wissen wir nicht, also x. Und die ist das gleiche oder im Verhältnis das gleiche wie SA, also 4 Meter, geteilt durch SC, 25 Meter. Und nun werden wir das Ganze ganz langsam einmal ausrechnen. Als erstes rechne ich mal x. Dann steht hier 1,7 Meter gleich 4 Meter geteilt durch 25 Meter mal x, weil ich ja auf beiden Seiten das gleiche mache. Nun rechne ich mal 25 Meter. Dann habe ich 1,7 Meter mal 25 Meter gleich 4 Meter mal x. Nun rechne ich geteilt durch 4 Meter. Und dann habe ich x alleine. Also 1,7 Meter mal 25 Meter geteilt durch 4 Meter gleich x. Das gebe ich nun in den Taschenrechner ein. 1,7 mal 25 geteilt durch 4 sind 10,63 Meter. X gleich 10,63 Meter. Ich kann also sagen, der Baum ist 10,63 Meter hoch. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich nicht nur beim zweiten Strahlensatz das Verhältnis von hier zu hier und hier zu hier darstellen kann, sondern genauso von kurz zu lang zu kurz zu lang. Es ist also egal, welche von beiden Geraden ich dafür benutze. Okay, das war's.